Der große Sand am Mainzer Stadtrand ist ein geoökologisches und botanisch überregional bedeutsames Naturschutzgebiet mit großer Artenvielfalt. Ein Binnendünengebiet, eine Steppenlandschaft. Hier finden sich seltene Pflanzen und Tiere. Manche hier einheimische Pflanzen, wie beispielsweise der Sandlotwurz, kommen innerhalb Deutschlands nur noch hier in wenigen Exemplaren vor. Das Binnendünengebiet entstand aus dem Rheintalsand nach der letzten Eiszeit und der Wiederbesiedlung durch Steppenpflanzen vor ca. 12.000 Jahren. Als Reliktflora aus dieser Zeit wachsen hier Steppenpflanzen, die sonst nur in östlichen und innerasiatischen Steppengebieten und im Mittelmeerraum vorkommen. Unsere Landschaftsaufnahmen wurden im Winter gemacht. Hier weitere Impressionen.